Aber also bloß schnell rollen, ne? Sonst wird mir noch überfallen oder sonst irgendwas passiert hier. Uah. Also ein ganz gutes Gefühl hab, hätte ich jetzt hier nachts nicht. Oder wenn man jetzt immer mit dem Fahrrad durchfährt. Uah. Hier, das ist ja mitten am Arsch der Welt. Hier ist ja gar nichts. Außer Bäumen. Nur die Bäume und du. Und irgendwie so ein Vergewaltiger eben. Ja, aber wie gesagt, ich würde mich das nicht trauen. Ich hab eh irgendwie im Dunkeln recht schnell Angst. Gerade wenn ich allein irgendwo lang gehe. Und wenn ich mir vorstelle, so ein Skelett im Anzug verfolgt mich jetzt oder so, da kriege ich irgendwie... Es gibt wirklich Tage, da gehe ich morgens zur Bushaltestelle und renne dann um mein Leben, weil ich mir einbilde, irgendjemand verfolgt mich. Das mag jetzt vielleicht so klingen, als wäre ich irgendwie nicht mehr ganz normal, aber das geht mir teilweise echt so. Dann stelle ich mir vor, wirklich so ein Skelett im Anzug, was mich jetzt gleich ermorden will, sitzt hinter einem Auto direkt und irgendwie erschlägt mich dann von hinten und irgendwie sonst was oder rennt hinter mir her und ich drehe mich um und der ist nur noch wenige Meter weg und greift schon nach mir und... Jetzt fange ich ja schon an zu zittern. Allein von der Oh, wir sind zum Glück richtig gefahren. Ich habe ja gar nicht mehr gar nichts mehr gemerkt. Ja, aber das so viel dazu, ne? Das ist schon nicht ganz ungefährlich. Und ich finde auch Überland, ich finde das einfach viel viel schöner. Das macht einfach mehr Spaß als durch die Stadt zu fahren, weil Stadt finde ich langweilig, muss ich gestehen, weil das ist einfach so städtisch. Städtisch. Ja. Nächste Haltestelle, Albringhausen, alter Bahnhof. Das ist wirklich ein toller Ort. Der gefällt mir wirklich richtig gut. Ach, Albringhausen heißt das Örtchen hier. Aber das mit der... Ich habe es ja mit der Angst auch zu tun bekommen, wenn ich bei Minecraft mit euch im Let's Play irgendwo lang gegangen bin. 840. 1, 2, 3, 4. Dankeschön. Bitteschön. Da habe ich es ja teilweise echt mit der Angst zu tun bekommen. Nur wenn wir irgendwie in der Höhle waren und ein Zombie hätte uns theoretisch irgendwie mal begegnen können. Und es ist teilweise auch so weit... Bei Minecraft habe ich teilweise Angst, wenn ich durch ein großes Gebäude gehe, mit vielen Ecken und Kurven, dass ich auch von irgendjemandem dann, getötet werde oder so. Jetzt mögen vielleicht einige denken, ich bin nicht mehr ganz dicht oder so, aber das ist wirklich teilweise nicht mehr ganz so lustig für mich. Boah, Mann, das klingt ja gar nicht gut. Uah. Nächste Haltestelle, Zuschlag. Zuschlag? Oh Gott. Wer schlägt denn hier zu? Uah. Entweder heißt hier das Restaurant so, ne? Zuschlag, da kannst du mal richtig zuschlagen. Oder hier wohnen irgendwelche Leute, die sich gerne kloppen. Lassen Sie schwerbehinderten Menschen Platz. Parkplatz. Oh. Shit, das war jetzt zu früh. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, was euch Angst macht. Also, was mir Angst macht, ist auch das Alleine-Sein. Ich höre nämlich teilweise, wenn ich irgendwo alleine irgendwo bin, und auch wenn es zu Hause ist, irgendwie Geräusche, als würde jemand atmen. Ohne Quatsch. Man sitzt da ganz ruhig, man hört nichts, man hört nur irgendwie... irgendwie so ein Surren von irgendetwas, aber... Ich höre ein Atmen. Und wenn ich selbst auch die Luft anhalte, höre ich trotzdem noch ein Atmen, ne? Für alle, die denken, ja, das bist doch du selbst. Aber teilweise denke ich dann echt, ah. Nächste Haltestelle, Schloss, Parkplatz.
Das ist dann das, wovor ich richtig Angst bekomme. Und wenn ich jetzt hier, wenn jetzt hier der Bus liegen bleiben würde, hätte ich irgendwie auch Angst. Wenn jetzt hier keine Fahrgäste mit im Bus säßen, wo ich wüsste, da sind ja Leute jetzt, auch wenn es nur virtuell ist im Bus, da habe ich keine Angst. Aber wenn ich jetzt hier alleine im Bus sitzen würde, hätte ich irgendwie Angst, dass jetzt irgendwie hinten von den Sitzrand jemand kommt und mich hier absticht oder sonst was macht. Das mag jetzt für euch alles so ein bisschen komisch klingen, aber das ist wirklich das dann... Ah, da kriege ich fast schon richtig Angst. Also nicht, da kriege ich fast Angst, da kriege ich Angst. Ich meine, wir sind ja hier auch heute ziemlich gut beladen. Wir haben ja ein paar ist gut, eine ganz schöne Menge Leute an Bord. Boah, wie das richtig blendet im Dunkeln mit dem Blinker, ne? Und das Fernlicht sieht übrigens so rein optisch derzeit so aus. Was ist auf einem Kilometer? Ist 70 wegen enger Kurven. Das sieht aus wie LED. Also finde ich. So von der Farbe her. Weil ich denke mal, es gibt ja auch je nachdem auch etwas kaltweißere Lampen. Ja. Und so Spiele wie Slender... Da kriege ich es dann wirklich mit Panik zu tun. Je nachdem, wie das dann wie, wo, wann ist. Uah. Boah. Ich meine, wir haben ja damals mal ein Special was mit Slender gemacht. Das war ja dann schon nicht mehr ganz lustig. Also, für mich zumindest. Ich kann das ja nur aus meiner Perspektive beurteilen. Schloss Parkplatz. Da müssen wir mal kurz hier ran und anhalten. Ich sehe auch draußen jetzt schon gar nichts mehr. Das ist ja... Ach, seht ihr das? Die Lampen, die leuchten auch seitlich so ein bisschen auf dem Bürgersteig. Das ist wahrscheinlich aber nicht mit Absicht. Das ist wahrscheinlich nur ein Fehler, denke ich. Also in echt sind beim Bus die Lampen ein bisschen heller, ne? Also wenn man hier auch zu Fuß hochlatschen würde, dann auch mal gute Nacht, ja? Nächste Haltestelle, Schloss Salthammer. So, wir sind ja damals mit dem Mercedes-Benz OF hier mal runtergefahren, in diesem... Bus, ja, wo dieses Chassis im Prinzip auch für LKW und so benutzt wird. Boah, Mensch, das hier zu Fuß hochgehen, das ist ja bestimmt super, ne? Das war auch mal in einem Urlaub, da ging es auch irgendwie 280 Meter Höhenmeter hoch. Oh, da war ich nach der Hälfte platt und musste abbrechen. Also das war... Das war mir so ein bisschen zu extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe euch ja damals schon mal erzählt, warum das Schloss Salthammer Schloss Salthammer heißt. Weil er hier Salz ist, das mit dem Hammer so zerkleinert wird. Oder irgendwie so habe ich da damals erklärt. Ich weiß es leider auch schon nicht mehr ganz. 083. So. Wollen wir hier stehen bleiben oder stellen wir uns hier irgendwie anders hin? Oder... Könnt natürlich hier reinfahren, aber Feuerwehrzufahrt frei halten. Zufahrtsschloss, nur mit Genehmigung den Schlüssel für die Zufahrtsschrank erhalten Sie beim Pförtner. Wo ist denn der Pförtner? Sitzt er hier in dem Kasten hier drin, oder? Hm. Aber auch schön hier so, ne? Dafür, dass man das eigentlich gar nicht so sieht, wenn man hier vor der steht, dann ist das doch ganz nett. Ja. Würde ich sagen, dann machen wir mal hier den Motor aus. Und auch den Scheibenwischer aus. Licht aus. Machen hier ganz obligatorisch unsere Vierfach-Null. Uiuiui, die Anzeige, die sieht aber gut aus, ne? Und wir hatten ja auch
zu Ende ja auch eine Warnmeldung erhalten. Hier oben die. Ne, hier ging die an. Ich weiß noch nicht, was das gewesen sein soll. Aber ich habe ja mit Absicht die... Irgendwo ist da noch ein Licht an. Ach, das ist durch die Tür hinten. Die können wir nochmal zumachen. So. Ja, liebe Leute, wir sind erfolgreich angekommen. Ja, haben uns allerdings mal wieder verfahren. Tja. Ich weiß nicht, soll mir das jetzt peinlich sein oder soll ich sagen, wir haben das gut gemacht? Aber wir sind angekommen, das zählt. Ja. Ja. Ansonsten war es das hier von dieser Linie. Das war jetzt die Linie 590. Und ja. Eigentlich war es so geplant, wir fahren von dem Beisenbruch zum Waldhofener Bahnhof und von dem Waldhofener Bahnhof nach. Nee, vom Beisenbruch erst nach Albringhausen. Und dann von Albringhausen zum Waldhofener Bahnhof. So war nämlich auch ein. So waren nämlich auch zwei Umläufe des Fahrplans. Also die waren nicht unbedingt hintereinander, aber die konnte man so auswählen. Und dann hatte ich mir gedacht, wenn man dann in Albringhausen ist, kann man ja von Albringhausen dann nach Waldhofen fahren. Nur das macht ja eigentlich keinen Sinn. Weil wir waren da ja im Prinzip schon. Wir sind ja durch beide Orte durchgefahren. Mal gucken, was man uns jetzt hier für einen Plan andreht. Schloss Salthammer. Genauso zurück. Waldhofen, genau. Ja, ne, wir sind jetzt da, ne? Wir haben unsere Arbeit getan. Damit kann sich dann der nächste Kollege rumschlagen. Und ja, das war es ansonsten hier von Waldhofen. Ich hoffe, dass es... Also, von dieser Linie. Ich weiß nicht, wenn hier nochmal irgendeine Linie ist, wo ich sage, Mensch, das können wir ja nochmal fahren. Oder wenn ihr mal einen Wunsch habt, dass wir vielleicht eine, die wir schon mal gefahren sind, nochmal fahren. Mit anderen Wetterbedingungen, mit einem anderen Bus oder... irgendwie was, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Ansonsten war es das von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Sage dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.